Erster Redner bei diesem Punkt war Erwin Angerer von der FPÖ. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, geschätzte Damen und Herren, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren vor den Fernsehschirmen. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um eine Regierungsvorlage mit 5 Gesetzen, einmal einen Erlass des Haftungsgesetzes Kärntens und 4-mal um eine Abänderung Bundeshaftungsobergrenzengesetz, ABAG-Gesetz, Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit und Finanzmarktstabilitätsgesetz. Vielleicht vorweggeschickt, Herr Minister, etwas Positives. Sie wollen damit zumindest einen Schlussstrich ziehen und eine endlos scheinende Geschichte Hypoheta, die jetzt 7 Jahre dauert. Und damit ist aber mit dem Positiven leider schon wieder vorbei. Denn was uns daran massiv stört, und deshalb werden wir diesem Gesetz auch nicht zustimmen, ist die Intransparenz, die leider am 12., 13., 14. Dezember 2009 begonnen hat. Und diese Intransparenz setzt sich nahtlos fort bis heute. Und Sie stellen sich in eine Reihe mit den damaligen Mastermind-Chefs Schieder und Bröll, die aus unerklärlichen Gründen eine Bank zurückgenommen haben von den Bayern, was keine Notwendigkeit war. Und von dort weg wurden alle, solange es nur geht, nicht informiert. Das heißt, vertuschen, solange es möglich ist, vertuschen, vertuschen, vertuschen. Man hat das Parlament nicht darüber informiert, was in diesem Vertrag vereinbart ist. Nein, es war noch viel schlimmer. Man hat nicht einmal selbst gewusst, was man in diesem Vertrag abgeschlossen hat, indem man den Bayern ein Mitspracherecht eingeräumt hat und erst 2 Jahre später draufgekommen ist, dass das in dem Vertrag mit drinnen steht. Dann hat der Herr Bröll das offensichtlich gemerkt und hat das sinkende Schiff verlassen. Und dann ist die Frau Fekter gekommen und hat dann in weiterer Folge wiederum niemanden informiert, dass man eben eine von Dietz und Scholten geforderte Bad Bank gründen sollte und müsste, eigentlich müsste, und ein weiterer Milliardenschaden entstanden ist. Dann ist der Herr Spindelegger gekommen, der hat offensichtlich nicht gewusst, was er tun soll und hat die Notbremse nicht gefunden oder war nicht in der Lage, sie zu ziehen. Das muss man Ihnen ja zugutehalten, dass Sie das dann getan haben 2014. Sie haben dann die Notbremse gezogen, aber da war leider der Zug schon in den Graben gefahren, wie man sagt. Und heute, Herr Dr. Schelling, reihen Sie sich leider auch ein. Sie informieren uns wiederum nicht über das, was Sie vereinbart haben. Das Memorandum of Understanding wird uns nicht gezeigt. Weder die Kärntner Landesregierung noch Sie hier in Wien legen die Vereinbarungen zwischen dem Land Kärnten und dem Bund vor. Wiederum die rote Reichshälfte in Kärnten und die schwarze Reichshälfte in Wien vertuscht. Sie brauchen mir nur zuzuhören, dann wissen Sie, wie der Schaden entstanden ist. Sie brauchen Sie nicht ausreden, das glaubt Ihnen ja kein Mensch mehr, dass die Landeshaftungen dafür verantwortlich sind, dass wir heute 12 Milliarden Schaden haben. Und das beweisen auch die Unterlagen in den Hypo-Untersuchungsausschuss. Und deshalb haben Sie den ja auch verhindert, solange Sie konnten. Und heute wissen wir auch nicht, was in dieser Abbaueinheit passiert. In der Asset-Verwertung der HETA. Kein Einblick in die Asset-Verwertung. Es wird niemandem Einblick gegeben in die Asset-Verwertung. Und alle Damen und Herren, die uns aus der Hypo-HETA zu uns in den Ausschuss geschickt worden sind, Frau Kollegin Damandl, waren nicht entbunden vom Geschäftsgeheimnis und auch vom Bankgeheimnis. Das heißt, die haben uns nichts sagen dürfen. Und heute führen wir noch mit den Bayern verschiedenste Gerichtsverfahren in Höhe von 4,8 Milliarden Euro, über die uns keiner was sagen darf. Und der Herr Dr. Schelling, der da hinten oben sitzt und darüber lacht, hat selbst in den letzten beiden Jahren an die 3 Milliarden Euro mitzuverantworten. 1,2 Milliarden Euro haben Sie den Bayern überwiesen, 1,2 Milliarden Euro haben Sie den Bayern überwiesen und 1,7 Milliarden Euro haben Sie bei der SEE Verkauf Südosteuropa-Netzwerk an Haftungen übernommen. Und dass das Gesetz, das Sie heute vorlegen, wieder etwas beinhaltet, was nicht einmal in Ihren eigenen Regeln entspricht, sagt der Budgetdienst. Das sagt nicht der Erwin Angerer, sagt der Budgetdienst. Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung fehlt und entspricht nicht den Anforderungen des § 17 des BHG 2013 und der dazu ergangenen Verordnung des Bundesministers für Finanzen. Das heißt, Ihr Gesetz entspricht nicht einmal Ihren eigenen Regeln.
Das ist die Verduschung, die Sie heute fortsetzen, und deshalb lehnen wir dieses Gesetz ab. Danke. Nicht transparent genug ist das Haftpflichtungsgesetz Kärnten für Erwin Angerer von der FPÖ.